Sehr geehrte Aktionärinnen und sehr geehrte Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Es freut uns außerordentlich, Sie nach 3 Jahren wieder hier physisch im Saal begrüßen zu können. Wir heißen Sie alle ganz herzlich willkommen zur 59. ordentlichen Generalversammlung der Baloise Holding. Meine erste Generalversammlung, welche ich als Präsident durchführen darf. Der persönliche Austausch ist ein wichtiger Bestandteil unserer Generalversammlung. Er hat während der Pandemie gefehlt. Es freut uns daher, dass heute auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Baloise sowie ehemalige und Pensionierte anwesend sind. Speziell begrüßen wir die Auszubildenden, welche traditionsgemäß an der Generalversammlung teilnehmen. Die Ausbildung ist bei der Baloise wichtig. So haben wir in den letzten 2 Jahren die Zahl der Ausbildungsplätze sogar ausgebaut. Heute arbeiten bei uns gruppenweit 300 Lernende, Trainees, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Werkstudentinnen und Werkstudenten. Wir möchten Ihnen nun die Personen auf der Bühne vorstellen. Von Ihnen aus gesehen, ganz rechts sitzt unser Finanzchef Carsten Stolz und neben ihm unser Group CEO Gerte Winter, welchen wir ganz herzlich begrüßen. Ganz links von Ihnen aus gesehen sitzt Thomas Pleines, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender des Vergütungsausschusses und neben ihm Andreas Bärli, Vizepräsident des Verwaltungsrates. Gleich zu meiner Rechten Philipp Jährmann, Sekretär des Verwaltungsrates, welcher auch heute wieder für das Protokoll zuständig ist. Auch die weiteren Mitglieder der Konzernleitung und die CEOs unserer Ländergesellschaften aus Belgien, Deutschland und Luxemburg sowie der CEO der Baloise Bank Soba sind heute alle im Saal anwesend. Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre, meine Damen und Herren, wir haben nebst gewohnten Reden heute 23 Einzelabstimmungen, welche wir effizient, aber mit der notwendigen Sorgfalt durchführen werden. Uns ist bewusst, dass dieses Jahr der Austausch beim anschließenden Apéro möglicherweise wichtiger ist. Wir bitten Sie dennoch, bis zum Ende aller Traktanden im Saal zu bleiben. Es wird später an nichts mangeln und der Apéro Riche sollte Sie für Ihre Geduld entschädigen. Ansonsten gehen die Klagen an den Versammlungsleiter. Lassen Sie uns auf das vergangene Geschäftsjahr eingehen. Unser CEO Gerte Winter wird Sie anschließend über das Wesentliche en Detail orientieren. Mit einem Aktionärsgewinn von 588,4 Millionen Schweizer Franken erzielte die Baloise trotz intensiven Unwettern im letzten Jahr ein schönes Ergebnis. Und dafür möchten wir den Mitgliedern der Konzernleitung unter Führung von Gerte Winter sowie unseren Länderchefs aus Belgien, Deutschland und Luxemburg ganz herzlich danken. Alle Geschäftsbereiche und Einheiten trugen zum guten Ergebnis bei. Das Ergebnis beeindruckt, weil das vergangene Jahr durch schwere Unwetterereignisse im europäischen Raum geprägt war. Insbesondere Hagel, Sturmböen sowie Starkregen und die damit verbundenen Überschwemmungen verlangten den Betroffenen viel ab und belasteten unsere Kundinnen und Kunden. Die außergewöhnlichen Ereignisse forderten auch viele Mitarbeitende, welche unsere Kunden in dieser intensiven Zeit zur Seite standen. Im guten Ergebnis zeigt sich auch die Bedeutung unseres traditionell starken Schweizer Geschäftes. Hier geht es nun darum,
den Beitrag aus dem europäischen Raum zum Gruppenergebnis weiter an das schweizerische Niveau heranzuführen. Die Unwetterschäden waren aus einer Gesamtsicht das größte Schadenereignis in der Geschichte der Baloise. Netto belasteten sie das Ergebnis mit 121 Millionen Schweizer Franken. Die Baloise zeigt aber in dieser Situation Stabilität. Diese verdanken wir auch der Stärke unserer Bilanz, der Wirksamkeit unseres Risiko- und Rückversicherungsmanagements und der Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeitenden. Unsere knapp 8000 Mitarbeitenden in Belgien, Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz treiben unsere Simply Safe-Strategie tatkräftig voran und entwickeln unseren Konzern täglich weiter. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle bei allen unseren Mitarbeitern ganz herzlich bedanken und das verdient auch einen entsprechenden Applaus. Von der guten Entwicklung des Geschäftes sollen auch Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, profitieren. Der Generalversammlung wird deshalb heute eine Erhöhung der Dividende um 60 Rappen auf 7 Franken pro Aktie vorgeschlagen. Der Entscheid, eine Dividendenerhöhung zu beantragen, war im Verwaltungsrat von 2 Überlegungen getragen. Eine marktgerechte Dividendenrendite sowie die Zuversicht, dass die höhere Dividende auch nachhaltig sein wird. Die Baloise Aktie stand am 30. April 2021, also vor rund einem Jahr, nach einem guten Verlauf der ersten 4 Jahre unserer strategischen Phase Simply Safe 1 bei rund 154 Franken. Im Jahresverlauf geriet sie zunehmend unter Druck. Im Zeitraum von Ende April letzten Jahres bis zum 26. April diesen Jahres lag die Performance der Aktie mit einem Plus von 9% über den Entwicklungen des europäischen Versicherungsindexes und leicht unter der Performance des schweizerischen Vergleichsindexes, welcher knapp 12% zulegte. Mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr schließen wir die strategische Phase Simply Safe Season 1 erfolgreich ab und lancieren Simply Safe Season 2 für die nächste strategische Phase ins 2025. Gerte Winter wird in seinen Ausführungen darauf näher eingehen. In der nächsten strategischen Phase wird die Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnen. Sie ist integraler Bestandteil unserer Strategie. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftliches Thema, sondern hat insbesondere auch Auswirkungen auf das Risikomanagement und damit ganz direkt auf unser Geschäft als Versicherung. Wir haben die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit im letzten Jahr in den Geschäftsprozessen verankert. Ein wichtiges Thema ist auch die Frage, welche Risiken wir künftig versichern können und auch wollen. Das hat nicht nur Einfluss auf die Stabilität und die Risikofähigkeit der Baloise, es mag auch das Verhalten unserer Kundinnen und Kunden beeinflussen. Im Weiteren prägt die Nachhaltigkeit zunehmend unser Anlagegeschäft im Asset Management. Eine wichtige Anspruchsgruppe neben den Kunden sowie Ihnen, liebe Aktionäre, sind unsere Mitarbeitenden. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Arbeitswelt in den letzten 2 Jahren verändert. Dabei konnten sich unsere Kunden jederzeit auf uns verlassen. Im Gegenzug konnten wir uns auf unsere starke Unternehmenskultur verlassen. Die Pandemie hat Entwicklungen in der Arbeitswelt beschleunigt, aber es gilt nun, die Menschen in den Unternehmen wieder zusammenzubringen. Die Kultur und der physische Austausch sind essentiell für unsere Arbeit und den Erfolg der Baloise.
Die Unternehmenskultur sollte daher wieder ganz bewusst gepflegt werden. Denn gerade aus den Kontakten am Arbeitsplatz können unsere Mitarbeitenden die Energie für die kommenden Herausforderungen schöpfen. Es ist insbesondere im Kerngeschäft zur effizienten Abstimmung in den täglichen Abläufen, aber auch beispielsweise für das Thema Innovation wichtig. Und dabei geht es auch darum, dass Homeoffice, die Arbeit im Büro, wie auch die Arbeit vor Ort bei unseren Kunden und Partnern in ein angemessenes Verhältnis zu bringen. Und im Übrigen dürfen wir in der Versicherungsbranche zufrieden sein, wie wir alle durch die Pandemie gekommen sind. Es geht uns im Allgemeinen gut und dafür sollten wir auch dankbar sein. Die Welt ist sich am Verändern und die Vorstellung, nach der Pandemie in eine neue Normalität zu gelangen, war leider zu kurz gegriffen. Wir sind im europäischen Raum mit einem Konflikt konfrontiert, welcher uns alle erschaudern lässt. Der Konflikt in der Ukraine hat auch uns und unsere Mitarbeitenden berührt. Im Namen der Mitarbeitenden ließ die Balwas deshalb dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz einen Beitrag zukommen. Zusätzlich haben unsere Mitarbeitenden gespendet und dieser Betrag wurde seitens der Balwas nochmals verdoppelt. So konnten insgesamt eine gute 500.000 gespendet werden, welche den Menschen in der Ukraine schnell und zielgerichtet helfen sollen. Im Weiteren hat ein kleines engagiertes Team von Mitarbeitenden rund 150 der Balwas gehörende Immobilien identifiziert, welche wir in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden ukrainischen Flüchtlingen für eine gewisse Zeit zur Verfügung stellen können. Mit der Spende und dem Angebot zur Unterbringung von Flüchtlingen möchten wir als Balwas auch ein entsprechendes Zeichen setzen. Ungeachtet dieser Ereignisse gilt es auch in Zukunft, die Stabilität der Volkswirtschaften und das soziale Gleichgewicht in der Gesellschaft zu stärken. Daher wünschen wir uns auch in der Politik mehr Nachhaltigkeit. Die Pandemie hat uns vor allem eines gezeigt. Auch dank dem Einsatz von Steuergeldern konnten wir die negativen Auswirkungen abfedern. In der Prävention von Großrisiken haben wir aber Nachholbedarf. Stichwort Pandemieversicherung. Hier sollten der Staat respektive die Politik vermehrt mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Wir sind bereit, unser Know-how einzubringen und auch unseren Beitrag zu leisten. Dabei denken wir nicht nur an Großrisiken wie Cyber, Erdbeben, Strommangellage oder die nächste Pandemie. Es besteht auch das Risiko, dass wir die Altersvorsorge nicht für kommende Generationen sichern können. Seit Jahren werden die laufenden Renten durch die Beiträge der arbeitenden Generationen quersubventioniert. Angesichts der zunehmend alternden Bevölkerung, dank medizinischen Fortschritten, sind die Rentenversprechen hoch und die laufenden Erträge aufgrund des wirtschaftlichen Umfeldes zu tief. Mitverantwortlich sind staatlich festgelegte Parameter wie der Umwandlungssatz, die Mindestverzinsung, aber auch das bisher starre Rentenalter. Die aktuellen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler sind die Leidtragenden des Reformstaus. Umso wichtiger ist das Gelingen der Reform der Altersvorsorge, und zwar für uns alle, insbesondere die jüngere Generation, wie auch für uns als Versicherungsunternehmen, sowie für beispielsweise die KMUs, welche sich auf unsere Pensionskassenlösungen verlassen können. Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre, meine Damen und Herren, wir nehmen heute Abschied von
zwei Kollegen, welche 11 respektive 10 Jahre im Dienste der Balois als Mitglied des Verwaltungsrates aktiv waren. Sie sind hier auf der Bühne, Dr. Andreas Bärle und Thomas Pleines. Wir verabschieden unseren Vizepräsidenten, Dr. Andreas Bärle. Lieber Andreas, mit deinen langjährigen Erfahrungen in der Versicherungs- respektive Rückversicherungsbranche hast du wertvolle Expertise in den Verwaltungsrat gebracht. In zahlreichen gemeinsamen Sitzungen bei der Balois waren zwei Qualitäten immer wieder evident. Der Mann bewahrt Ruhe, auch in der größten Hektik, und vor allem sieht er das Wesentliche. Du hast den Prüfungs- und Risikoausschuss umsichtig geführt und warst seit meiner Amtsübernahme vor einem Jahr für mich ein großartiger Ansprechpartner. Wir verabschieden auch Thomas Pleines aus dem Verwaltungsrat. Lieber Thomas, mit dir hatten wir im Verwaltungsrat einen Versicherungsmann vom Scheitel bis zur Sohle, der jeweils auch die Sicht des für uns wichtigen deutschen Marktes vertreten hat. Du hast zudem in den letzten 5 Jahren den Vergütungsausschuss präsidiert und den Präsidialausschuss angehört. Mit deiner langjährigen Erfahrung im Versicherungsgeschäft hast du an den Sitzungen des Verwaltungsrates immer wieder das Schwergewicht auf den Vertrieb gelegt. Du hast so dafür gesorgt, dass wir uns nicht auf irgendwelche unnötigen Abenteuer einließen und das Ganze noch mit einem sympathischen, leicht bayerisch eingefärbten Akzent. Lieber Andreas, lieber Thomas, im Namen des Verwaltungsrates und im Namen aller Aktionäre möchte ich euch ganz herzlich für euren großen Einsatz zum Wohle der Balois danken. Ihr habt euch für unser Unternehmen verdient gemacht. Wir werden euch im Verwaltungsrat vermissen und wir wünschen euch für die Zukunft alles Gute. Wir machen noch schnell fort. Gut. Liebe Aktionäre, wir kommen zu einer weiteren Verabschiedung, pandemiebedingt mit einem Jahr Verspätung. Wir verabschieden Dr. Andreas Burkhardt. 12 Monate Verspätung spielen da angesichts seiner Amtszeit gar keine Rolle. Andreas Burkhardt stand insgesamt 28 Jahre im Dienste der Balois. 1988, also vor 34 Jahren, trat er als Generalsekretär in die Balois ein. Nach 6 Jahren verließ er das Unternehmen und wurde Direktor der Handelskammer bei der Basel. 1999 kehrte er als Verwaltungsrat der Balois Holding zurück und gehörte dem Verwaltungsrat 22 Jahre an, davon 10 Jahre als dessen Präsident. Andreas Burkhardt konnte an der letzten Generalversammlung pandemiebedingt nicht ordentlich verabschiedet werden. Das möchten wir heute nachholen und ihn ein zweites Mal, dafür nun aber richtig, verabschieden. Lieber Andres, du hast die Balois mit Leib und Seele geprägt. Die Gestaltung und die Eröffnung des Balois Parks ist nur ein offensichtliches Beispiel dafür. Der Balois Park stellt ein neues Tor
zur Stadt Basel dar und steht auch für den Aufbruch unserer Gruppe. Im Namen des Verwaltungsrates möchte ich dir ganz herzlich danken für deinen langjährigen Beitrag und wir wünschen dir für den nächsten Lebensabschnitt alles Gute. Ich bitte um Applaus. Schließlich kommen wir noch zu einer letzten Verabschiedung. Nach über 35 Jahren verlässt uns der langjährige Kurator der Basler Kunstsammlung, Martin Schwander. Er unterstützte uns dabei, die Sammlung in den letzten 35 Jahren aufzubauen. Martin Schwander war auch maßgeblich an der Entwicklung des Balois Kunstpreises beteiligt, welcher dieses Jahr an der Art Basel zum 23. Mal verliehen wird. Martin Schwander hat auch bei der Beschaffung von Kunstwerken den einen oder anderen Volltreffer gelandet. Martin, ganz herzlichen Dank für deine Dienste an der Balois. Ich bitte um entsprechenden Applaus. Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre, mit dem starken Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres startet die Balois in die nächste Phase der strategischen Reise SimpliSafe 2. Stabilität, Zuverlässigkeit, Wachstum, Innovation und nachhaltige Wertgenerierung sowie engagierte Mitarbeitende und der Fokus auf Kundinnen und Kunden zeichnen uns aus. Wir werden diesem Ansatz auch in Zukunft Rechnung tragen. Vielen Dank, dass Sie uns dabei begleiten und unterstützen.